Hallo und herzlich willkommen aus Deutschland, genauer gesagt Sachsen-Anhalt. Das ist eine Region, in der ich bis jetzt noch nie unterwegs war. Und es kam dazu, dass mich Jörg Stemmler, ein Tierfotograf hier aus der Region, gefragt hat, ob ich Lust hätte, einmal vorbeizukommen. Er hat hier eine sehr gute Location für Wendehals und Bienenfresser und noch zig andere Vögel. Und ich wollte dann letztes Jahr schon auf diese Einladung zurückkommen, hat dann aber zeitmäßig nicht ganz geklappt, da ich von der Arbeit aus nach Singapur musste. Und dieses Jahr hat das jetzt geklappt. Ich bin seit einigen Tagen hier und ich konnte auch schon einige tolle Fotos machen. Einige Sachen haben nicht ganz geklappt. Es gab ein paar Herausforderungen und ich möchte euch in dem Video ein bisschen einen Einblick geben, wie ich vorgegangen bin und möglichst viele Filme und auch Fotos von verschiedenen Vogelarten zeigen. Das Wichtigste in der Vogelfotografie und ganz allgemein Tierfotografie ist es eigentlich, ein Habitat zu finden, wo die entsprechenden Tiere auch wirklich vorkommen. Und viele so Wiesen- und Bodenbrüter, aber auch Vögel, die in alten Obstgärten brüten, wie zum Beispiel der Gartenrotschwanz oder jetzt ein Wiedehopf und so, die sind in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen in vielen Regionen von Mitteleuropa, einfach durch einen Umschwung in der Landwirtschaft. Es kamen viel größere Felder, mehr maschinellere Bearbeitung, teilweise stärkere Düngung, Pestizideinsatz und so weiter. Hier ist es einfach eine Region, die wirklich noch relativ gut aussieht. Zumindest für mich als Schweizer bin ich mir in der Regel nicht so schöne Gebiete gewohnt. Was heißt hier schönes Gebiet? Das bedeutet, dass wir zwar hier links und rechts auch einige Äcker haben und Rapsfelder, aber einfach, ihr seht es vielleicht auf dieser Seite ein bisschen, mehr kleine Hecken, Büsche, kleine so Buntbrachen, Blütenstreifen, einfach Regionen, wo es vermutlich mehr Insekten hat, mehr strukturelle Diversität und dadurch halt auch mehr Lebensraum und eben Futter für die Vögel. Und ihr hört vielleicht im Hintergrund, das singen die ganze Zeit Lerchen, eine Grauammer ist auch in der Region. Als ich am ersten Tag angekommen bin, habe ich einfach mal das Auto abgestellt, bin raus und dann sehe ich schon einen Neuntöter, ich würde sagen 30 Meter vor mir im Rapsfeld. Damit habe ich einfach nicht gerechnet und das war so wahnsinniger Start. Dann bin ich ausgestiegen, also ich habe ein paar Bilder gemacht, bin ausgestiegen und dann ein bisschen einen Feldweg hochgelaufen und dann die Grauammer singen gesehen. Bienenfresser natürlich nach irgendwie einer Minute gehört, die hört man ja sehr häufig mit diesem charakteristischen Ruf und am Himmel durchfliegen sehen und nachher auch so ein paar abgestorbene Bäume gefunden, wo die sich niedergelassen haben und dann immer wieder gestartet sind. Ich war einfach beeindruckt, wie relativ intakt hier die Lebensräume noch sind. Nun zur eigentlichen Fotografie, wie bin ich eigentlich vorgegangen? Denn auch wenn die Vögel da sind, häufig kommt man ja nicht nah genug ran. Ich glaube, das Problem kennt ihr alle. Nun, ich habe unterschiedliche Taktiken angewandt. Am ersten Abend habe ich mich vor allem ein bisschen rangepirscht. Ich wollte mir auch ein bisschen einen Überblick über das Gebiet verschaffen. Und das geht deutlich besser, wenn man nicht einfach mal das Tarnzelt nimmt und einen völlig random Ort mal aufstellt, sondern eben zuerst ein bisschen rumläuft, versucht einen Überblick zu kriegen und ich habe mich dann versucht ein bisschen ranzupirschen und das ging schon einigermaßen gut. Ich konnte schon ein paar Fotos machen. Ich habe auch ein paar Mal mit dem Tarnüberwurf fotografiert, da setze ich dann auch lieber das Stativ ein, damit ich das Objektiv nicht die ganze Zeit bewege, sondern dass ich ruhiger bin und dann habe ich natürlich auch einige Zeit in den Hütten von Jörg verbracht, eben in die ihr mich eingeladen habt und wir sind dann zusammen in der Hütte gewesen und haben fotografiert. Und da hat man natürlich den gewaltigen Vorteil, dass die Vögel die Hütte eigentlich kennen als Teil von der Landschaft und nicht mehr wirklich groß beachten. Und man sich auch in der Hütte natürlich mehr bewegen kann. Das ist noch ein bisschen die luxuriösere Variante von einem Tarnzelt. Aber bei einem Tarnüberwurf ist es halt wirklich so, der funktioniert nur gut, wenn man sich darunter möglichst wenig bewegt, was über Stunden etwas mühsam sein kann. Und so waren die Hütten wirklich angenehm. Und hier ist mir auch wieder einmal klar geworden, was für verschiedene Arten oder Stile, Vorgehensweisen von der Fotografie es gibt. Jörg macht da sehr viel aus diesen Hütten raus, was natürlich klar ist, wenn man die Hütten einmal gebaut hat und auch sonst viel mit dem Tarnzelt. Und ich bin sehr ungeduldig und habe manchmal Mühe, wirklich lang im Tarnzelt zu hocken und das mal irgendwo aufzustellen und zu hoffen, dass das gut klappt. Ich mache das ab und zu, aber ich fotografiere viel lieber so ein bisschen pirschend. Ich schaue, was sehe ich. Und es ist natürlich so, dass grundsätzlich beide Varianten gehen, aber
ich muss sagen, diese pirschende Vorgehensweise hat auch ganz klar Schwächen, die man nicht vernachlässigen sollte. Und das hat mir einen Ansporn gegeben, vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr wieder auf mein Tarnzelt zumindest zu setzen. Ja, was hatte ich so an Equipment dabei? Auch wenn man sich tarnt, braucht man immer noch relativ viel Brennweite in den allermeisten Fällen. Ich habe dann die Canon R5 mit dem 600mm Blende 4 eigentlich als Hauptkamera gehabt. Dazu noch die zweite R5 mit dem 100 bis 300er und dort eigentlich den 1,4-fach Konverter dran. Dann komme ich bis auf 420mm Blende 4. Und das war eben vor allem dann cool, wenn die Bienenfresser nahe kamen und ich Flugfotos zum Beispiel machen wollte. Dann war es mit dem 600er schon fast ein bisschen eng. Ich habe dann ein, zwei Mal die Flügel abgeschnitten, das hat mich genervt. Und dann habe ich da versucht, mit dem 100 bis 300er etwas zu machen. Die Hintergrundauflösung war nicht mehr ganz so weich, aber für mich immer noch okay. Ich habe tatsächlich beim 600mm häufig ein klein wenig abgeblendet auf Blende 4,5 oder vielleicht mal 5, einfach um ein klein wenig mehr Schärfentiefe zu haben, dass der Vogel, naja, dass nicht nur der Kopf scharf ist, sondern auch ein größerer Teil vom eigentlichen Körper und auch vom Schwanz scharf ist. Zusätzlich habe ich noch eine OM Systems OM1 Mark II mit dem 150 bis 400er Blende 4,5 mit dem eingebauten oder einschwenkbaren 1,25 Telekonverter zum Testen. Und ich muss sagen, war auch eine interessante Kombination. Größte Schwachstelle natürlich die Hintergrundauflösung und auch mit den High ISO. Ich meine, wenn man bei 6400 ist, fand ich, ja, da merkt man natürlich, dass man mit Micro Four Thirds fotografiert. Aber ich muss sagen, die Kamera ist einfach extrem schnell und der Pre-Burst, der ist natürlich schon cool. Also ich hoffe, bei der hoffentlich bald erscheinenden R5 Mark II oder vielleicht ist die auch schon draußen, wenn dieses Video online ist, haben wir dann auch einen Pre-Burst und ich fand den einfach super. Ich finde auch die Umsetzung von OM Systems recht gut und 50 Bilder pro Sekunde plus Pre-Burst hat mir eben zum Beispiel dieses Foto von diesem Bienenfresser ermöglicht. Gefilmt habe ich dann aber meistens mit der R5, einfach weil die noch mehr Möglichkeiten hat, gerade was Slow Motion angeht. Und apropos Filmen, ich glaube, jetzt wäre es Zeit, so mal ein paar Videoclips und auch ein paar Fotos zu zeigen. Schlussendlich hat es mit dem Wendehals leider nicht geklappt. Es hat für ein Doku-Foto gereicht, aber nicht wirklich das, was ich mir vorgestellt hatte oder was auch Jörg gehofft hatte, das klappt.
aber das ist die Naturfotografie. Es haben dafür andere Arten geklappt, mit denen ich nicht gerechnet hatte, wie zum Beispiel der Mönchsgrasmücke, auch Arten wie die Goldammer, die ich schon oft gesehen und auch schon einige Male fotografiert habe, habe ich jetzt viel bessere Bilder, den Star, der bei uns einfach nicht so häufig ist, zumindest bei uns in den Bergen, konnte ich wirklich coole Bilder machen, mit denen ich sehr, sehr zufrieden war. Also man muss einfach ein bisschen offen sein und schauen, was kommt. Am besten einen Plan haben, aber sich nicht darauf versteifen. Das ist zumindest mein ideales Vorgehen. Klappt auch nicht immer. Klar gibt es trotzdem manchmal Enttäuschungen. Aber es gab wirklich ein paar tolle Fotos hier und ich war auch echt beeindruckt, was es hier noch an Diversität hat. Und ich denke, das ist etwas, was ich hoffe, dass vielleicht es wieder eine Wende gibt in der Schweiz oder auch in einigen Orten von Westdeutschland, die ich zumindest bis jetzt sehen konnte, wo das Ganze ein bisschen aufgeräumter ist und aufgeräumter im negativen Sinne. Jetzt vielleicht die Frage, was kann man machen? Einerseits natürlich das Offensichtliche, bei Naturschutzprojekten mitwirken. Die Verbände suchen immer wieder für Freiwilligenarbeit, für so spezifische Einsätze. Das kann zum Beispiel sein, irgendwie eine Trockenmauer wiederherstellen, Neophyten ausreißen und so weiter. Man kann durch finanzielle Spenden natürlich helfen. Bei mir gehen ja jeweils von den Kalenderverkäufen ein Teil an BirdLife Schweiz oder vielleicht nächstes Jahr auch an ein anderes Projekt, das muss ich noch schauen, aber da kann man natürlich helfen. Dann im eigenen Garten etwas machen kann auch helfen. Ob man einfach einen, wie soll ich sagen, toten Garten hat, wo man irgendwie ein paar Steine hat oder Beton und dann einen Rasen, der zweimal pro Woche vielleicht gemäht wird und keine Blumen drin hat, oder ob man halt versucht, den Garten ein bisschen wilder und naturnäher zu gestalten, dass man halt vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr mäht, zumindest ein Teil vom Garten, wenn man diese Möglichkeit hat, vielleicht ein, zwei einheimische Sträucher, Gehölze anpflanzen, die auch Beeren für die Vögel bieten, Lebensräume schaffen, und zwar nicht nur für die Vögel, sondern eben auch für die Insekten, von denen sich die Vögel ernähren, Nistkästen aufhängen. Also da kann man je nachdem schon zu Hause relativ viel machen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, ich möchte hier nicht so stark in die Politik reingehen, aber natürlich, wie man wählt, hat auch einen Einfluss, wie die Landwirtschaft in 10, 20 Jahren aussehen wird. Ein weiterer Punkt ist es vielleicht noch, Arten zu melden. Es gibt natürlich so Portale. Ich muss sagen, das nutze ich leider auch zu wenig. Aber was ich auch schon gemacht habe, ich habe von einem Bauprojekt gehört, in einer Region, wo ich wusste, dass eine Art vorkommt, die auf der roten Liste drauf ist in der Schweiz. Und das habe ich dann einfach dem Kanton, ich kenne da eine Person, habe das gemeldet. Und die sagen, oh, die wussten bisher nichts von einem Bauprojekt. Und ich glaube, das sind so Sachen, die können in gewissen Situationen sicher helfen. Ich meine, in einem Naturschutzgebiet ist vielleicht das Melden, sage ich jetzt einmal, nicht ganz so wichtig, vermute ich, wie in Gebieten, die eben nicht unter Schutz stehen, die dann überbaut werden könnten oder wo sich die Bewirtschaftung ändern könnte. Und teilweise, ich meine, die Kantone oder die Behörden, Naturschutzorganisationen, die wissen auch nicht, wo überall genau welcher Vogel, welche Insektenart, welche Pflanzenart vorkommt. Und ich denke, hier kann man durchaus auch etwas helfen. Im Prinzip, wenn ihr rausgeht, fotografiert und ihr findet eine seltene Art und ihr habt das Gefühl, das könnte etwas Neues sein. Wie gesagt, ich würde das nicht unbedingt im Internet mit GPS-Tag so teilen, dass das jeder sieht, aber man kann das ja auch anonym melden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen ein anderes Format war. Mich würde es auch interessieren, falls ihr noch Tipps habt, was man im Naturschutz hier konkret machen kann. Schreibt sie in die Kommentare, was ihr vielleicht schon in eurem Garten oder so umgesetzt habt, und dann sehen wir uns im nächsten Video.